Als ich meine erste eigene Klasse habe, habe ich einen Fehler gemacht. Und dieser Beitrag heute ist dafür da, dass du mit deinem Kind zu Hause diesen Fehler nicht machst. Hallo, mein Name ist Diana Wegel. Ich bin Lehrerin, Autorin und Gründerin vom virtuellen Klassenzimmer. Der Lernplattform, mit der du dein Kind unterstützen kannst, lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Als ich meine erste eigene Klasse hatte, da war ich doch ziemlich auf mich alleine gestellt. Ich hatte zwar studiert, okay, aber wie ein Kind jetzt so wirklich lesen, schreiben und rechnen lernt, ja, das hat mir keiner beigebracht. Also bin ich auf eigene Recherche gegangen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir unzählige Arbeitshefte gekauft, didaktische Kommentare, Arbeitsblätter im Internet rausgesucht. Ich habe alles angeschaut, wie so ein kleiner Hamster, der alles hamstert. Und da habe ich mir das angeguckt. Und das jeweilige Thema, was denn da gerade in der Schule anstand, zum Beispiel das Verdoppeln, die Kinder sollten jetzt das Verdoppeln üben, da habe ich mir aus den ganzen Materialien das rausgesucht, was mir besonders gut gefallen hat. Und das habe ich für die Kinder kopiert und laminiert und habe sie das in schöne hier so Ablagesysteme, habe ihnen das reingelegt. Und weißt du was? Die Kinder und ich auch, weil mir das Erstellen total Spaß gemacht. Und die Kinder hatten richtig Spaß dabei und die waren motiviert. Und die haben ein Arbeitsblatt und haben sie noch ein nächstes gemacht, weil die fanden das auch total toll, dass sie diese laminierten Folien, dass sie das dann immer wieder wegwischen konnten und sich eine nächste Folie nehmen konnten. Die waren total begeistert bei der Sache. Eigentlich für mich scheinbar lief alles gut. Doch dann gab es ein ganz, ganz zentrales Problem. Die Kinder haben kaum Lernfortschritte gemacht. Sie haben ein Arbeitsblatt und noch eins abgearbeitet. Aber im Kopf des Kindes blieb nichts hängen. Als ich dann mal einfach so in den Raum fragte, ja, was ist denn das Doppelte von 9? Blickte ich in ratlose Gesichter. Und vielleicht kannst du ja mal überlegen, vielleicht ging dir das auch mal bei deinem Kind schon so, dass du dir ziemlich sicher warst, das muss doch dein Kind jetzt können, weil es hat es doch auf dem Arbeitsblatt und in dem Arbeitsheft, es hat es doch permanent immer wieder bearbeitet, aber es ist einfach nicht im Kopf hängen geblieben. Und dann wurde mir das ganz plötzlich klar und deswegen auch dieser Beitrag hier, damit dir das schon viel, viel schneller klar wird und du da nicht durch diesen langen Prozess der elenden Zeitverschwendung gehen musst. Was es ankommt, ist die Qualität. Für mich war es nämlich früher so, ich habe den Fokus auf Quantität gelegt. Ich habe gesagt, die Kinder müssen nur das und das und das, sie müssen das alles bearbeiten und dann ist es plötzlich im Kopf drin. So ein bisschen auch getreu dem Motto, viel hilft viel. Aber es ging zum einen total langsam, weil sie eben noch das und das und das Arbeitsblatt dazu gemacht haben. Und zum anderen ist nicht wirklich was im Kopf hängen geblieben. Deswegen, auf was es wirklich ankommt, ist die Qualität. Die Qualität ist entscheidend für erfolgreiches Lernen. Und das ist ja auch total toll eigentlich, weil in dem Moment kann dein Kind zu Hause mit wesentlich weniger Zeitinvest viel größere Lernerfolge schaffen. Und das ist doch unterm Strich das, was zählt und das, was wir erreichen wollen. Was habe ich also damals gemacht? Ich habe erstmal alles beiseite geschoben. Ist auch ein gutes Training für dich, denn mir fiel das total schwer. Ich dachte, das sind doch so tolle Materialien, die müssen doch den Kindern helfen. Aber es hat leider nicht funktioniert und deswegen habe ich das wirklich mal beiseite geschoben und hatte ja für mich abgespeichert, okay, was ist denn in den Arbeitsblättern, in den Arbeitsheften drin? Auf was kommt es denn an? Wie lernt denn ein Kind zum Beispiel das Verdoppeln? Was muss es denn dafür können? Und genau danach habe ich dann meine Lernmethode entwickelt. Also ich habe genau geschaut, was braucht das Kind hier und wie schaffe ich das, dass diese Information möglichst schnell im Langzeitgedächtnis des Kindes abgespeichert wird, sodass es das dann auch selbst reproduzieren, selbst abrufen kann. Daraus habe ich meine Lernmethode entwickelt, eine Lernmethode, die systematisch abspiegelt, wie ein Kind lesen, schreiben und rechnen lernt. Und diese Lernmethode wende ich nun schon seit vielen, vielen Jahren im Unterricht an. Und vor einigen Jahren habe ich angefangen, weil ich immer wieder die Fragen bekommen habe, diese Lernmethode auch in meinem virtuellen Klassenzimmer reinzupacken. Also ein virtuelles Klassenzimmer, was aus einzelnen Lernräumen besteht, wo genau diese Lernmethode abgebildet ist. Und damit können Eltern nun auch zu Hause ihr Kind unterstützen mit gezielten, motivierenden, spielerischen und ganz, ganz wichtig, mündlichen
täglichen Übungen können Sie nun zu Hause Ihr Kind dabei unterstützen, einfach dieses so wichtige, sichere Fundament bei Ihrem Kind sicherzustellen. Und wenn auch du Lust hast, da im virtuellen Klassenzimmer mit dazu zu kommen, diese Lernmethode für dein Kind zu nutzen und da die Erfolgserlebnisse rauszuziehen, dann findest du unten in der Beschreibung den Weg zu meinem virtuellen Klassenzimmer und dann kannst du da das auch sehr gerne für dich und dein Kind nutzen.